Herzlich willkommen zurück zu Bioshock Remastered. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und warum kann ich jetzt mit der Maus mich nicht bewegen hier? Was soll das? Warum? Ach, bestimmt, weil ich den Controller drin habe. Moment mal eben bitte. Wisst ihr was? Dann spielen wir es halt mit Controller. Ist ein bisschen doof, ist ein bisschen ungemütlich so hier an dem Schreibtisch mit den. Was? Ist ein bisschen doof und ungemütlich mit dem Controller so am Schreibtisch, aber gut, dann mach. Oh Mann, das verzeihe ich dem Spiel niemals, dass hier tote Katzen sind. Das ist das Schlimmste an dem ganzen Spiel, ohne Scheiß. Deswegen ist das bestimmt auch ab 18 oder. Das gehört indiziert, ohne Scheiß, das gehört indiziert. Da liegen tote Katzen auf dem Boden. Geht gar nicht. Ja, gucken wir mal hier. Okay, weiter geht's. Angreifen, ich weiß gar nicht mehr. Ah, angreifen so, das war die Macht. Okay. Und wenn ich so und X, dann. Okay. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder die Controller-Steuerung verinnerlichen. Was? Oh, geh weg! Ich will nicht zu dir zurückkommen! Weißt du auch, warum nicht? Du bist arm, du bist abgebrannt. Ja, okay. So. Puh. Okay. Nicht wundern übrigens, wenn das ungefähr nach 20 Minuten ein bisschen abgehackt erscheint. Das ist dann deswegen, ich habe mir extra einen Timer gestellt, also sprich eine Stoppuhr. Damit ich ungefähr weiß, wann ich einen Part beende. Das heißt, dann ist der Part. Dann mache ich halt kurz das Aufnahmeprogramm auf Stopp und wieder auf Aufnahme. Und dann kann es schon mal durchaus sein, dass das ein. Ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht. Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Ah. Aber natürlich, Adam Sandler, das machen wir doch glatt. Für ein Autogramm mache ich doch fast alles. Alles. Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Darf ich jetzt auch mal was sagen, Adam Sandler? Dankeschön. Alles ganz traurige Schicksale. Gut, so. Damit hätten wir unsere Knarre, aber ganz ehrlich, ich würde lieber erstmal hier bei unserer Nahkampfwaffe bleiben, denn Munition ist in diesem Spiel relativ rar gesät. Ja, das nehmen wir mal eben hier in den Verbandskasten, warum eigentlich nicht? In liebender Erinnerung. Wer eigentlich? Ducken war so. In liebender Erinnerung, Winston Hoffner. Ich habe keine Ahnung, ob man ihn kennen muss. Ich weiß es nicht. Ja, was wollte ich noch sagen? Wenn es mal ein bisschen abgehakt ist, dann ist es deswegen, weil ich die Aufnahme halt auf Stopp und dann wieder Neuaufnahme gemacht habe. Einfach nur, um mit der Länge der Parts einigermaßen vernünftig hinzukommen. Schön. Ich muss sagen, es gefällt mir wirklich sehr gut. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Wir sind ja hier im Jahr 1960 und ich finde, es passt einfach so mit der ganzen Einrichtung hier, mit der ganzen Optik.
Hier, Happy New Year 1959, frohes neues Jahr. Es ist einfach so hammergeil gemacht. Das heißt also, vor ungefähr einem Jahr ist hier alles den Bach runtergegangen. Aber es ist einfach von der Optik her, es passt einfach so übelst geil. Maskenball 1959. Man fühlt sich wirklich so in diese Zeit zurückversetzt. Es ist einfach richtig, richtig geil. Also wir müssen da lang. Das sieht nach Sackgasse aus. Sollen wir da was finden? Ich höre welche reden. Ich hoffe, das sind nur die unten. Da ist ein Loch in der Wand. Okay. Da war ein Schatten, oder? Da war doch gerade ein Schatten, oder? War da gerade ein Schatten? Habt ihr da auch gerade einen Schatten gesehen? Ich glaube, ich habe da gerade einen Schatten gesehen. Da sind Dollars. Da ist noch ein Verbandskasten. Und jetzt war es gerade kräuselig. Ich weiß nicht. Ich würde gerne erstmal sehen, wie du so in deiner Nicht-Geistform aussieht. Siehst und dann würde ich mir das überlegen, ob ich dich vielleicht noch will oder nicht will. Hör mal, also ich kommt ja auch drauf an, auf was für Qualitäten sie hat, ne? Es kommt natürlich auf die inneren Werte an, die inneren Werte. Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken, als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Ja, ja, wenn ihr an... Ohohohohoho. Ablenkung auf dem Klo suchen. Ich möchte gar nicht wissen, wie diese Ablenkung genau aussieht. Nein, ich möchte es nicht wissen. Nein, ich möchte es ehrlich nicht wissen. Nein, nein, nein. Okay, also gehen wir davon aus, wir müssen durch das Loch weiter. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier die Treppe runter. Gib mir mein Adam! Ich hab keinen Adam, dein Adams Händler, ja, der, ich hab doch auch nur Funkkontakt mit dem. Ich weiß doch selber nicht, wo der ist. Geh weg, lass mich! Psch, pfui, aus! Charlie, lass mich doch, Charlie! Wo gehst du hin? Ja. Oh, was? Was, wo bist du? Alter, wie viel die einfach einstecken. Ich meine, wir hauen der mit so einer Rohrzange, ne? Auf den Latz, war voll auf den Kopf, ne? In die Fresse. Interessiert die gar nicht. Juckt die überhaupt nicht. Wie krass sind die denn drauf hier? Einfach bitteschön. Oh, okay, ein Verbandskasten schon mal wieder gefunden wenigstens. Okay, okay. Alter Schwede. Registrierkasse. Ein paar Dollar und Pistolenkugeln. Dollar nochmal aufheben hier, sehr schön. Können wir die Leiche auch durchsuchen? Nochmal ein paar Dollar. Wunderbar. Warum leuchtet das so grün? Warum? Ich hab... Keine Ahnung, da singt doch jemand. Irgendjemand singt doch da. Ah, das meine ich auch mit der Atmosphäre da. Mit der Atmosphäre hier einfach. Wenn du einen Splicer am Wasser siehst, verpasst ihm eins mit dem Elektrobolt. Und das meine ich auch so... Mit dieser Atmosphäre hier. Es ist einfach, man weiß einfach teilweise gar nicht, woran man ist, wo kommen die Geräusche her und so weiter. Ich habe für mich manchmal wirklich das Gefühl, als wäre ich in einem Horrorspiel. Es ist einfach wirklich so. Es ist einfach so übelst geil gemacht. Es ist einfach der Wahnsinn. Es ist einfach, jetzt haben wir eine geraucht. Scheiße, das habe ich doch schon seit ungefähr, ich weiß nicht, 3,5 Monaten nicht mehr oder so. Nochmal Zigaretten. Nein, diesmal dem Drang standhalten. Also wie viele Zigaretten hier einfach, wie man hier einfach, ne, dazu verleitet wird zu rauchen. Nicht in Ordnung, absolut nicht in Ordnung. So, nochmal ein paar Dollar, da haben wir eine E-Spritze, nochmal ein paar Dollar. Da haben wir nochmal ein Tonband. Oh, wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen und du sitzt in der Faustos fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke oft Diane McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Das ist mein Kind! Mein! Was ist passiert? Ich blute!
Was passiert hier? Naja, also wenn du blutest, würde ich sagen, hast du deine Tage, ne? Ja, keine Ahnung, das ist ja halt, ne? Okay, da, oh, da haben wir noch einen Verbandskasten, wunderbar. Das ist ja halt hier, wir haben es ja ganz, ganz eingangs am Anfang des Videos gesehen, 1960 über dem Atlantik. Hier sehen wir Happy New Year 1959, also muss zum Jahreswechsel vor einem Jahr irgendetwas passiert sein. Anscheinend etwas nicht besonders Angenehmes. Okay. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Ah klar, Mr. Sandler, für Sie doch immer. Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Was? Also ich sehe da nur ein kleines Mädchen? Ein kleines, unschuldiges Mädchen, was? Doktorspiele spielt und dabei zugegebenermaßen etwas seltsam vor sich her singt, aber ist halt ein Kind, das ist nun mal so, das ist normal. So, da geht es runter, dann gucken wir erstmal eben noch hier, ob wir hier noch was finden, was schön, nein. Nein, natürlich nicht, okay. Ganz schlechte Idee, Kollege. Ganz schlechte Idee. Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Adam und er beschützt sie dafür. Ja, ich denke mal, du wirst jetzt einige Kopfschmerzen haben. Ruh dich ein wenig aus. Ist vielleicht nicht das Schlechteste. Defekter Verkehrs... Verkaufsautomat. Verkehrsautomat, natürlich. Sander Cones Happy Chappy. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Oh, fuck, 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 fuck. Ja, damit haben wir also unseren ersten Big Daddy gesehen und unsere erste Little Sister. Da haben wir noch eine Leiche, Pistolenkugel, ein paar Dollar. Ist vielleicht nicht da. Oh, Kommentar des Regisseurs. Ja, ich würde sagen, dass, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt, diese Kommentare des Regisseurs. Das sind so, ja, kurze Statements der Entwickler zum Spiel. Warum dies, warum das, bla 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 bla. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Dann mache ich das so quasi als Special. Ich weiß allerdings auch nicht, ob ich alle Kommentare finden werde. Ich glaub's nicht. Ich glaub's weniger, aber versuchen. Wenigstens versuchen kann man's ja mal. So, okay. Nichts zu sehen von dem Big Daddy. Nein, nein, nein. Hier haben wir... Achso, von hier kommen wir. Okay, okay, okay. Da geht's wahrscheinlich nicht weiter. Gut. Dann gucken wir mal hier. Lecker. Kuchen mit Cremefüllung. Ah, das sind die Besten. Ich schwör's euch, das sind die. Geh weg. Nein, geh weg. Aus. Pfui. Dass sie so aggro sind immer sofort, ne? Und dann stecken die auch so viel ein. Oh. Affordable Endings. Bestattungsunternehmen. Okay. Live und so weiter. Ja, es sieht noch gut aus. Live, Eve. Das geht noch. Das geht noch. Oh! Ich wollte niemanden verletzen. Ja, dann mach es doch nicht. Dann verletzt doch niemanden. Gehst du weg. Pfui. Okay. Nicht sicherheitshalber mal eben hier ein Verbandskasten. Alter. Ich finde das auch gar nicht so einfach, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin halt auch ehrlich gesagt nicht so der First-Person-Shooter. Neptune Bounty, First-Person-Shooter, Profi, Hardcore-Spieler oder sonstiges. Oh, da ist noch eine Leiche, okay. Ja, ich bin schlecht in solchen Spielen. Ich bin einfach schlecht.
wählen Sie Ihr Plasmid aus und entwickeln Sie sich weiter. Okay, ich bin in solchen Spielen eher schlecht, aber ich habe dieses Spiel durchgespielt und ich liebe es. Ich liebe es einfach. Es ist einfach so, ach, es ist einfach herrlich. Es ist einfach wirklich, wirklich herrlich gemacht, das Spiel, die Storyline. Ich fand's super. So, gucken wir mal hier. Ein paar Dollars. Was hast du? Ein Verbandskasten und du? Ein paar Dollars und eine Spritze. Na, ist doch was. Nice. Da haben wir ein paar Kisten. Oh, Whisky. Na, ich weiß nicht. Nein, 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 nein. Den möchte ich jetzt nicht einnehmen, weil dann sind wir auf jeden Fall... betrunken. Sicherheitsalarm ausgelöst. Was? Ah, wow, 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 wow. Guck doch mal im Flammenwerfer raus. Alter. Ja, kommt ihr mal runtergesprungen. Kommt ihr mal. Ja, beide, kommt. Bam! Oh! Wo kommst du denn her? Was? Wo bist du? Wo bist du? Scheiße! Ja, stirb! Dankeschön! Okay. Oh! Mann, den vergesse ich hier. Was? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Oh. Ja, kommt ihr mal runtergesprungen? Euch brutzelt man durch, voll weggepimmelt. Ryan, Andrew Ryan, verdammt nochmal. Er hat uns gefunden. Verflucht. Er hat nämlich ihn abgeriegelt. Aber es gibt noch einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Worauf wartest du? Los! Ich finde das so schön. Er hat uns gefunden. Also ich würde das ja mal so eher so sehen. Er hat mich gefunden. ich werde hier schließlich angegriffen. Nicht der Adam Sandler, sondern ich. Okay, da ist dieser scheiß Flammenwerfer. Da gehen wir jetzt erstmal nicht hin. Hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Was haben wir hier Schönes? Da haben wir Verbandskasten. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Oh, Limit erreicht. Ja, komm, dann nehmen wir den ein und dann nehmen wir den mit. Wäre sonst schade drum. Wäre ja sonst schade drum. Hier ist nichts. Okay, hier. Was haben wir hier? Achso, Bandagen. Ja, gut, hätten wir jetzt auch nicht gebraucht. Aber egal. Wir lassen Schuhe glänzen. Ja, schön, sehr schön. Okay, da geht's anscheinend weiter. Wunderbar, wunderbar. Gut. Das scheint dann hier soweit gewesen zu sein. Okay, okay. Okay. Hopp. Ich weiß gar nicht mehr, wie man springt. Wie springt man hier eigentlich? Ach ja, Y, genau. Medical Pavilion. Okay, okay. Mhm. Hm? Okay. Hä? Oh Gott, du sitzt in der Falle. Ja? Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Ja, dann, mach mal bitte. Da. Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje. Was immer dir lieber ist. Wie wär's ist? Mach's gut, mein allerbester Freund. Bis zum nächsten Mal. Was? Hold up. Geh weg. Mach auf. Mach auf. Mach auf. Mach doch bitte auf. Mach doch bitte. Was? Mein Handy. Mach doch bitte auf. Mach doch bitte auf. Verpisst euch. Lasst mich in Ruhe! Was? Leute, Leute, das war knapp. Das war... Ich glaube, das war richtig knapp. Ich glaube, das war... okay. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Haben wir das? Den Notzugang. Mach schon. Also, ich... Ach so, das war bestimmt der Typ dann auf dem Bildschirm. Okay, okay, okay. Dr. Steinmans Praxis für plastische Chirurgie. With Adam, there's no reason not to be beautiful. Also mit Adam Sandler, ne? Mit Adam Sandler
gibt es keinen Grund, nicht wunderschön zu sein. Und auch das hier, ne? Dieses Gesicht hier, das ist so wirklich so richtig 60er Jahre. So die Schminke, das Gesicht, die Frisur. Einfach hammergeil. Hammergeil, wie sie das umgesetzt haben. Ich finde das so krass. Ich liebe das einfach. Ich liebe es. Du hast drei Dinge. Den freien Markt, den freien Willen und freie Menschen.